Na? Brix, alles gut? Gefällt's dir hier? Hallo? Hallo? Ich spreche nicht mehr. Oh je, ganz viele rote Punkte. Oh, falsche Taste. Ganz locker. So. Drüben ist noch irgendwo was. Hey, der wird's gar. Was war das denn? Was war das? Hol nur Trümmer, nur keine Panik. Ich bin der Beschützer meiner Westen. Okay. Sie ist auf die Waffe gegangen. Vielleicht kann sie damit ja auch gut umgehen. Da sollten wir sie vielleicht vorher einmal umrüsten. Da gibt es ja Besseres. Kriegt sie das hier und sie kriegt gegen synthetische Waffenwirkung chemisch organisch Stabilisator. Reduziert den Rückstoß und verbessert so die Präzision der Techniken. Okay. Kriegt er natürlich auch was. Kampfsensor. Großkaliber. Hitze. Kühlkörper. Okay. Pistole. Hier eingesetzt. Großkaliber. Waffenstabilität. Wobei. Kampfsensor. Verbessertes Visier. Waffenstabilisieren. Maximale Präzision. Nehmen wir mal das. Synthetisch. Hier haben wir Radioaktivität 3 können wir da einsetzen. Hier können wir. Warte, lass mir so, weil ich benutze hier sowieso nur die da. Hässliche Viecher. Was? Ja, komm. Komm, put. Ab. Wer waren die? Ich weiß nicht. Keine verdammte Ahnung. Aber irgendjemand auf diesem Berg kann es uns sagen. Geh bloß weg von mir. Ist ja ekelig. Das ist nicht schön. Nein, nein. Erstmal speichern. Oh.
Hört sich gar nicht gut an. Codex. Huiuiuiuiuiui. Gut, dann nehmen wir alles mit. Zumindest hat irgendjemand diese Viecher freigelassen oder haben sich selbst befreit. Medizin. Oh. Nein. Was ist dein Krempel bei dir? Ich brauch das nicht. Brauch das nicht, ich will das nicht. Okay, Fahrstuhl. Wie? So. Weiter geht's. Weiter hinauf geht es. Weiter hinauf steht es. Shepard, ja? Das ist ein Hilfsstromsystem für den Großrechner der Station. Okay. Dann nichts wie ran an das Ding. Schwerer Fehler beim Hochfahren. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Manueller Neustart erforderlich. Aha. Was? So, weiter geht's. Müssen wir hier lang? Müssen wir da lang? Elektronische Schlösser. Da könnt ihr nicht durchgehen. Na gut. Zum Dach. Da kommen wir auch noch nicht hin. Kern betreten. Reden wir mal mit Mira. Miraculi. Hallo Mira. Der VI-Kern scheint nicht funktionstüchtig zu sein. Sie können versuchen, die Datenbank manuell zu rekonfigurieren. Oder Universalgeld einsetzen, um die beschädigten Systeme zu reparieren. Versuchen das natürlich. So. Speicherkern 1 beschädigt. Modulstapel von reaktivieren zu Speicherkern 2 und 3. Als Modul auswählen. Nochmal. Zu transferieren, verlassen mit Escape. So. Ja, und was kann ich jetzt drücken? So langsam verstehe ich's. Hello. So. So, so. So, so. 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 Den da ein. Den da ein. Packen wir den da ein. Den packen wir da ein. Den packen wir zu Kern 2. Ja, das ist ja albern. Packen wir da ein. Dann packen wir den zu 3 und den zu 2. Und den packen wir so dahin. Genau. Packen wir den dahin. Den dahin. Dann können wir den dahin packen. Können wir den dahin packen. Den dann dahin. Den dahin. Den dahin. Den dahin. Den dahin. Ich glaube, ich mache das gerade komplizierter, als es ist. Nee. Ja, komm.
aktiviert. Das klang jetzt wie James Bond. Ich bin James Bond. Sie scheinen die Station reparieren zu wollen. Yep. Benötigen Sie meine Hilfe? Bist du die Stations-VI? Bist du die virtuelle Intelligenz, die hier verantwortlich ist? Dieses System ist darauf eingestellt, auf den Namen Mira zu reagieren. Würden Sie mir bitte auch Ihren Namen nennen? Ich bin Inspektor. Commander Shepard. Ich arbeite für die Abteilung Special Tactics and Reconnaissance der Zitadelle. Einen Augenblick bitte. Autorisierung bestätigt. Ihre Level-2-Autorisierung für alle Systeme ist bestätigt. Das ist toll. Bitte beachten Sie, dass Anfragen zu Forschungsarbeiten nur mit einer Level-3-Autorisierung beantwortet werden können. Eine Level-3-Autorisierung wird nur an die führenden Angestellten von BinHex vergeben. Das System ist jetzt bereit für Abfrageanwendungen. Sie können mich über alle holographischen Terminals in Gipfel 15 erreichen. Wo ist Benesia? Ich muss die Matriarchin Benesia finden. Lady Benesia hat den Passagierzug zu den Außenlaboren der Riftstation genommen. Warnmeldung! Warnmeldung! Das Zugsystem ist außer Betrieb. Schadensbericht? Wie lässt sich die Situation hier beschreiben? Einen Augenblick bitte. Diagnoseprozess aktiv. Schwerer Fehler. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Schwerer Fehler. Die Landleitungen sind nicht angeschlossen. Die Passagierzüge sind offline. Bericht Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum Systemstatus? Landleitung? Was sind die Landleitungen und warum wurden sie unterbrochen? Die Landleitungen verbinden meine Mainframes hier in der Central Station mit den verschiedenen Nebenanlagen von Gipfel 15. Dadurch kann die Crew aus der Geborgenheit und Sicherheit ihrer Labore auf meine Datenbanken zugreifen. Nach Einleitung der Sicherheitsmaßnahmen in den Sicherheitslaboren wurden die Kabelverbindungen automatisch gelöst. Reparaturmöglichkeiten? Wie kann ich die Landleitungen wieder anschließen? Die Landleitungen dienen der schnelleren Wiederherstellung der Verbindung. Der Router der Landleitungen befindet sich auf dem Dach des Verwaltungstrakts. Aktivieren Sie einfach die Steuerung. Dann stellt die Hardware die Verbindung automatisch wieder her und startet neu. Hauptreaktor? Weißt du, warum der Reaktor abgeschaltet wurde? Tut mir leid. Zu dieser Zeit war ich offline. Der Reaktor wird deaktiviert, wenn eine Reaktorüberlastung droht oder ein kritisches Sicherheitsproblem im Laborbereich auftritt. Gemäß der Sicherheitsrichtlinien werden alle biologischen Gefahrenstoffe durch die kalte Umgebung unschädlich gemacht. Mechanische Gefahrenobjekte könnten ebenfalls Schaden nehmen. Dadurch soll alles abgetötet werden, was einer Umwelt gefährlich werden könnte. Wie soll ich das beheben? Was muss ich machen, um die Energiezuführung wiederherzustellen? Die Ventile zur Helium-3-Kraftstoffleitung müssen über die Steuerung der Reaktoreinheit geöffnet werden. Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Tut mir leid, aber ich brauche spezifischere Eingaben. Logbucheinträge. Ich möchte wissen, was unmittelbar vor deiner Deaktivierung geschehen ist. In den Hochsicherheitslaboren gab es einen Stufe 1-Alarm. Aus dem Labortrakt Gamma sind Gefahrenstoffe entwichen. Die Notfallmaßnahmen wurden eingeleitet. Der Stufe 2-Alarm betraf die Hochsicherheitslabore. Das Isolationsschott war gebrochen. Die Züge wurden außer Betrieb genommen. Die Landleitungen zu den Hochsicherheitslaboren wurden unterbrochen. Der Stufe 3-Alarm betraf einen bestimmten Bereich. Es gab Gefahrenstoffe in den Tunneln. Die Station wurde geschlossen und sofort evakuiert. Es wurde ein Code Omega ausgesendet. Gefahrenstoffe? Was für Gefahrenstoffe wurden freigelassen? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level-3-Autorisierung. Solche Autorisierungslevels erhalten nur führende Mitarbeiter von BinHex. Ja, klar. Feindliche Kreaturen. Kamen die Kreaturen, auf die wir hier gestoßen sind, aus den Laboren? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level-3-Autorisierung. Du wiederholst dich. Solche Autorisierungslevels erhalten nur führende Mitarbeiter von BinHex. Offline? Warum warst du offline? Wenn Gipfel 15 aus Sicherheitsgründen sterilisiert werden muss, werden mein Programm und meine Daten zurückgesetzt. Das heißt, du wirst getötet? Wenn irgendetwas schiefläuft, wirst du getötet? Meine Systeme werden dauerhaft deaktiviert.
Um getötet werden zu können, müsste ich zuvor leben. Ich bin nur ein Datenbankprogramm. Ja, ja. Schadensbericht? Ich muss erfahren, wie ich die Station reparieren kann. Schwerer Fehler. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Ja, jetzt müssen wir schon. Manueller Neustart erforderlich. Schwerer Fehler. Die Landleitung. Ja, okay. Bericht Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum Systemstatus? Nein, danke. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Ja. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Sonst noch irgendwas, Mira? Nicht. Okay. Dann werde ich an dieser Stelle mal ein kleines Päuschen machen. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, Mass Effect 1 mit Drehwerk. Und lasst mir einen Daumen da, teilt das Video, wenn es euch gefallen hat. Und welchen Daumen ihr mir gebt, ist egal. Könnt auch in die Kommentare schreiben. Hey du, das Spiel ist so grottenlangweilig und deine Stimme ist so nasal. Geh weg. Bis dann. Ciao.